Einen wunderschönen guten Tag, liebe Freunde, und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play FIFA 17 Karriere. Wir sind wieder da und wir haben in der letzten Folge, wir haben gegen die Bayern gespielt, aber ich weiß jetzt ehrlich gesagt gar nicht, wie wir gespielt haben. Ist ja doch schon wieder 2-3 Tage her. Nationaltrainer Offerte für Österreich. Thanks, but no thanks. Ja, wie gesagt, wir haben gegen die Bayern gespielt, aber ich habe keine Ahnung, wie wir gespielt haben. Ist jetzt schon wieder 2-3 Tage her, wie gesagt, die letzte Folge, aber... wir sind immer noch Dritter. Wir können immer noch Meister werden, Alter. Das ist krass. Ach stimmt, wir haben 1-0 gewonnen durch das Tor von Will Grigg. So war es nämlich gewesen. Haha. Jawohl. Wie geil wäre das bitte, wenn wir jetzt noch Meister werden, Meister werden würden. Jürgen. Meister werden Jürgen. Ich spiele mal erstmal gegen Schalke. Gegen den Schalker spielen wir jetzt. Wenn wir gegen FC Schalke 04. Darauf trinken wir. Okay, unsere ganzen Jugendspieler wollen weg. Ich meine, ganz ehrlich, es ist eh unsere letzte Saison. Ja? Also von daher, lasse gehen. Ja, das ist jetzt die letzte Saison, bevor FIFA 18 dann rauskommt. Und da werden wir dann auf jeden Fall wieder ein bisschen reinhauen. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, mit welchem Verein sollen wir eigentlich in FIFA 18 dann spielen? Aufstellen, lasse ich einfach mal so. Ja, also könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare ein paar Vorschläge posten. Wenn ihr sagt, hier, Tobi, mit dem Team, mach mal. Ich fände so eine Aufstiegsaktion total geil, so, weißt du? Weil man kann ja jetzt mit Dritte Liga dann tatsächlich auch spielen. Bam! Könnt ihr ja, wie gesagt, gerne mal einen Vorschlag in die Kommentare posten. Eure Wunschvereine für FIFA 18 sozusagen. Würde mich mal interessieren. Ja, ich bin mir noch so ein bisschen unschlüssig, wie gesagt, Dingens wäre schon geil. So. Zweite Liga, dritte Liga, irgendwas. Geil wäre natürlich auch, wenn man Frankfurt in die dritte Liga packen könnte, zum Beispiel jetzt. Und, könnte dann sozusagen mit Frankfurt. Oh, schade. Gute Idee von Tawata. Könnte dann sozusagen mit Frankfurt aus der dritten Liga. Könnte man sich dann zurückkämpfen in die erste Liga. So, das wäre geil. Weil so eine Art Zwangsabstieg oder so. Wie soll man das rechtfertigen? Ich weiß es nicht. Lustig wäre es trotzdem. So. Nice. Ah. Scheiße. Okay, war noch ganz gut gesaved am Ende. Schauen. Routine. Also ein Pappe, das ist ein Elfmeter. Jawohl. Ja, haben wir clever gemacht. Kannst du sagen, was du willst. Der war clever. Clever und smart. Schauen wir nochmal drauf. Ja. Ich denke, da gibt es keine zwei Meinungen. War das Eihahn? Der Arme. Oh, Tobi und Elfmeter. Das ist jetzt wieder lustig. Jawoll! Nice! Juhu! 1-0. Durch den Elfmeter von Kelechi Iheanacho. Und ich... Ist der Linksfuß? Okay. Krass. Naja, 6 Minuten gespielt. 1-0 steht's. Ich freue mich. Oh, wir machen Schalke jetzt hier fertig, oder was? Linksfuß ist der, ne? Boah. Schade. Hätte ich ja schon ein bisschen gefeiert jetzt, ne? So, Di Santo. Das ist auch, der hat eine gute Saison bei Werder gehabt. Ne? Ist dann direkt zur Schalke gegangen und hat irgendwie aber auch nicht mehr so wirklich da was gerissen. Also ich kann mich jetzt ehrlich gesagt an kein Spiel erinnern, wo Schalke... Ne? Also wo er Schalke irgendwie groß den Sieg... So. Nein, ich hätte ihn... Oh, hätte ich ihn noch spielen können irgendwie. Ich weiß, vielleicht liege ich auch falsch, ne, liebe Schalke-Fans da draußen. Aber... Ich glaube, so richtig gut ist er bei Schalke nicht. Lotin. Also ein Pappe. Ich sage immer Lotin, ich weiß nicht warum. Ein Pappe natürlich. Eine Pappe. Den werden wir uns übrigens bei FIFA 18 nicht so leicht holen können. Außer wir spielen mit, weiß ich nicht, Real Madrid oder so. Dann wird das bestimmt gut. Und easy wird werden, aber mit Frankfurt werden wir den wohl nicht kriegen.
Der kostet, der hat ja auch hier bei FIFA 17 dann. Aha. Nach dem Update einiges gekostet. Ja, das war die Santo, ne? Ja. Oder? Ja. Hat hier schon 8 Bundesliga-Tore. Ja, es sind 25 Spiele, ist aber auch nicht so viel, ne? Scheiße. 25 Saisonspielen, 8 Tore ist für einen Stürmer nicht viel. Finde ich. Okay, jetzt werden die Schalker stärker. Die haben scheinbar nicht so wirklich Bock, uns da irgendwie von uns da so abzufrühstücken zu lassen. Schön gemacht von Abraham. Das ist ein Foul. Ist kein Foul. Achso, Arm raus und gib ihnen, ist egal, ne? Kann man machen, sagt er. Oh. Ist er nicht. Ist da unten einer? Jo. Oh, das ist Piazza. Schön. Alter, da war der Hitz noch dran. Was? Heftige Parade. Was? Alter. Das ist krass. Den hat der Hitz tatsächlich noch gehabt. Wahr. Ich bin, ja. Ich bin schockiert. Was für eine heftig krasse Parade. Respekt. Den muss man erstmal haben, ne? Mal gut in der Hitze des Gefechts. Entschuldigung. Aber. Don't touch me, man. Get the fuck away from me. You fucker. Schön gemacht von Tabata. Kein Abseits. Glaube ich. Er war nicht gut, aber wir haben auch so einen Boden verloren. Ich dachte, er ist schnell. Irgendwie. Also nicht. Der hier ist schnell. Komm schon, jawohl! Papa! Sauber! Zweites Saisontor, glaube ich. Von einem Pappe. Das war schön gespielt. Boah, zum Glück ist er da noch dran gekommen. Und dann schön reingeeiert ins Netz, das Ding. Ja, ist ein zweites Saisontor. Juhu! So. Gerade bloß meine Armlehnen runtergemacht, damit die Schulter ein bisschen durchhängen kann. Schön. Oh, starker Zweikampf. Starker Zweikampf an dieser Stelle. Oh ja, genau an dieser Stelle. Oh, warte. Choupo-Moting, jetzt dürfen wir Schalke nicht wieder kommen lassen hier. Oh, schön. Wahnsinn! Torexplosion! Von Piazza! Geil. Schönes Ding. Hier. Bam. Ah, der dotzt vorher nochmal auf. Kurz bevor er am Tor ist, dotzt der Ball nochmal auf. Sauber. Der ist ja Wahnsinn. Dass ich das noch erleben darf. Komm ran. Ja, geil. Schön. Tabata. Yes. Weiß nicht, ist das jetzt neu, dass das nicht gepfiffen wird? Aber ich meine, der spielt keinen Ball. Geht da absichtlich, wie ich finde, in den Mann rein. Na klar, so ein bisschen Körpereinsatz, okay. Alter. Hm. Weiß ich nicht. Ob ich das gutheißen soll,
Wo spielt Meier eigentlich? Weil er die letzten Spiele ganz gut gemacht hatte, glaube ich. Irgendwas war da, ne? Vorsicht vor Chupo-Mutting. Mein Gott. Komm. Nein, Meier ist verletzt. Na, ein Pressschlag. Ah. Schön. Ja, ich wollte gerade sagen, willst du nicht mal abpfeifen, wenn der da immer noch liegt? Oh, hat er sich die Schulter, hat er sich wehgetan, WTF. Ja, okay. Würde ich mal sagen, Fabian rein. Und auch für Lotin hier, für Pappe können wir mal, den Olgan Cinovic bringen, zeig mal. Wie hat er sich da denn an der Schulter wehgetan? Okay, muss ich jetzt nicht verstehen. Keine Ahnung, es sah jetzt nicht so aus, als würde man sich da an der Schulter wehtun können, aber gut. Geht ja scheinbar schon. So. Nochmal Neuaufbau. Über Fabian. Boah, ich wollte gerade schießen, ne? Ich hab schon... Da war so eine Fabian-Position, weißt du? Da dachte ich so, bam. Schade. Der hätte bestimmt gesplattert, der Schuss, hör mal. So mäßig, so frrr, weißt du? Schön. Nice. Nein! Kein Foul. Ach, hör auf! Du musst mich doch verkackeiern, ey. Aber. Hui! Ich schaff's in letzter Zeit nicht mehr, Gegner auszudribbeln im FIFA. Das ist mir auch in meiner Pro-Karriere schon aufgefallen. Ich krieg's nicht hin, mal ein, zwei Gegner irgendwie stehen zu lassen oder so. Vergiss es. Ich krieg das. Geht aber nicht. Keine Ahnung, was das ist, ey. Tobi, da konntest du das noch nie. Ja. Aber trotzdem. Fabian! Wo fliegst du denn mit links? Das war denkbar ungünstig, da mit links zu schießen, ey, ganz ehrlich. What a stupid idea, man. Probier mal was. Ne. Hätte er kloppen können. Hätte er kloppen können, nicht? Zack. Das sind eigentlich so einfache Bälle, ne? Die musst du eigentlich anbringen als Turbinator. Bin ja immer nur ich, der hier die Pässe spielt. Und eigentlich müsstest du die easy anbringen. Also ich, in dem Fall. Nee, nee, du. Du musst sie anbringen. Du. Du da draußen. So. Tschüss. Ist kein Abseits. Oh, das wäre so ein schönes Tor gewesen. Alter. Alter Vater, das wäre so geil gewesen. Wenn der da jetzt noch hinten ins Netz runtergeklatscht wäre, ne? Oh. Nein. Ich krieg diesen Max Meier da nicht zu greifen, ne? Das gibt's doch überhaupt gar nicht. Guck mal, der dribbelt da einfach so durch. Das wäre so bitter gewesen. All den Chancen, die wir haben. So. Wow, schönes Bällchen. Gacinovic. Mann! Was? Oh. Guck mal hier. Was soll ich machen?
Tor! Jawohl! Na, immerhin. Immerhin. Ich wusste gar nicht, was ich machen sollte, ey. Oh, hier, Nacho klaut sich das Ding einfach mal. Sehr schön. Wir machen mal gerade einen Wechsel hier. Warte mal, hier, Nacho, kriegt mal raus. Ja. Emre Moore, why not? Why not? Gehen wir dem auch nochmal eine Pause, Könchen. Achtes Saisontor von Ian Acho. Der ist ungefähr auf dem Stand, so ein bisschen wie Di Santo, ne? Ungefähr. So ungefähr. Schön. Eigentlich ein Foul wieder, aber... Das war krass. Das war krass und das war richtig nice. Ja. Ne? Hier, zack. Zack. Oh, durch die Beine. Und dann direkt genommen von Gacinovic. Alter Schwede. Alter Schwede. Traumtor. 70. Minute. Jetzt fangen wir endlich mal an, unsere Chancen zu nutzen. Oder mal Zeit. Digga. Mach jetzt hier keine Experimente, sondern klatscht da Dingen weg, ey. So. Komm, den holen wir uns. Zack. Ei! Was ist denn mit Schalke los? Ei! Wo wir denn reingehen? Ja, ich wollte mal was probieren, ey. Entschuldigung. Ah, wie arrogant. Guck mal hier. Wenn der reingeht, ne, dann sitze ich und feiere dann einfach nur, ey. Aber Schalke hat, glaube ich, stagniert. Ich glaube, die wollen nicht mehr, die haben keinen Bock mehr. Wenn die könnten, würden die einfach Start drücken, Spiel beenden und tschüss. Geht aber noch nicht. Das geht nicht. Tut mir leid, das geht nicht, ne. Oh. Maximilian Mayer. Ball. Dieses Anlaufen und dann stehen bleiben, ne? Hat er nicht gemacht, ey. Entschuldigung. Da könnte einer so Dings draus machen, hier so, gibt dieses Starlight-Ding, kennt ihr das? Dieses Meme, wo ihr... Entschuldigung, ist eigentlich voll nicht lustig. Ah, schön. Ja, flieg erstmal bis nach Afghanistan rüber. Weil ja, eigentlich ist das rot, oder? Keine Ahnung. Zwar von vorne, aber. Eigentlich kannst du das nicht machen. Oh. Okay. Keine Spielereien. Eigentlich kannst du das nicht machen. Schön. Schön. Guska da Junga. Was sehen wir? Oh, das ist ein Foul. Aber ich gehe weiter. Tschüss. Second. Die einfachsten Tore sind manchmal die schwersten. Hast du schon mal gesagt? Den nicht reinmachen, du. Wir kommen auch den nicht reinmachen, du. Mal weg. Bam. Schön. Wir haben echt Ballglück in dem Spiel hier. Muss man mal ganz klar sagen. Nein, hätte ich mich umdrehen müssen. Ja, gucken müssen, wo ich hinspiele, verdammte Kacke. Warte. Den Hobby. Ah.
gelbe Karte für Höwedes, ja, durch dieses, durch das Hasebe-Ding da vorhin. Vollkommen richtig, ne? Nice, schön aufgepasst. Felix Platte ist verletzt von Schalke. Das ist natürlich nicht schön. Und der Dichter Hydra hat gerne, dass ich in eine Party komme, aber ich spiele gerade, Kollege. Also ich nehme auf. Da ist das mit die Party immer so eine Sache. Kann ich nicht machen, ne? Dort konnte ich nicht machen. Tut mir leid. Oh! Haben wir noch? Ah. Da stellt der kleine Emre Mor dem großen Naldo ein Bein. Ups. Vielleicht machen wir noch ein sechstes hier, komm. Zack. Ja. Sechs-eins. Das erinnert mich ein bisschen an das Pokalspiel damals. Da waren noch so Spieler bei der Eintracht wie Weißenberger, Spiecher, Alex Meyer, Benjamin Köhler. Och, das war noch Zeit. Oka Nikolov und Markus Pröll waren da damals noch die Torhüter, ey. Damals gegen Schalke im Pokal, als wir 6-1 zu Hause gewonnen haben. Juhu! Und jetzt gewinnen wir 6-1. Aber halt eben, naja, 2017. Wobei, das hier ist ja sogar schon 2018 in dem Fall. Ja. War ein nettes Spielchen, oder? Kann man schon machen. Haben wir 6 Punkte geholt und festigen da oben unsere Position. Wir hatten Bayern gespielt. Steht das hier? Bayern 04. Stuttgart. Ich weiß gar nicht, wer da oben noch mit dabei ist. Bayern auf jeden Fall und Leverkusen, glaube ich. Monatsbereich Jugendmannschaften. Spieler verletzt. Alex Meyer 9 Tage. Schulterbrennung. Na ja, gut. Wir haben dann da Bayern tatsächlich, ja. Oh, wir sind punktgleich mit den Bayern. Leverkusen hat ein bisschen was da gelassen. Eieiei. Ich glaube, wir spielen aber nicht mehr gegen die Bayern, ne? Könnt ihr mal lobende Worte für unsere Mannschaft finden? Hier, komm. Ultra Frankfurt loben. So, und jetzt verabschiede ich mich für diese Folge. Und wenn ihr Bock habt, hören und sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Let's Play FIFA 17 Karriere. Bis dahin. Ciao.